Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Wunschgetreu-Testsparte. Mein Name ist Remo und das ist die Toshiba MV-AM20T. Diese Mikrowelle haben wir für euch getestet und alle unsere Erkenntnisse seht ihr jetzt in diesem Video. Also bleibt einfach dran, es geht los. Auf geht's mit der Toshiba MV-AM20T. Bevor wir zum Praxistest kommen, geben wir euch einen kurzen Überblick zum Produkt und zwar im Punkt Ausstattung und Technik. Die Toshiba bietet bis zu 800 Watt Leistung, einstellbar in insgesamt 5 Leistungsstufen und verfügt laut Hersteller über ein Fassungsvermögen von 20 Litern. Platztechnisch ist das für die gängige Nutzung ausreichend. Das heißt, ein Becher Milch, ein Teller Essen oder auch ein paar 100 Gramm Fleisch zum Auftauen bekommt man hier gut unter. Aber, um euch eine Vorstellung zu geben, für eine Tiefkühlpizza mit ca. 25 cm wäre das schon etwas knapp. Allein der Drehteller ist mit 24,5 cm recht klein geraten und würde hier an seine Grenzen stoßen. Von den Abmessungen her ist die Toshiba mit 28,5 x 46,2 cm eine recht durchschnittliche Mikrowelle, für die man in den meisten Fällen ein Plätzchen finden sollte. Nicht zuletzt, da sie mit 34 cm in der Tiefe vergleichsweise schlank daherkommt. Das Stromkabel ist ungefähr 1 Meter lang, könnte also etwas länger sein, sollte aber unterm Strich passen. Was die Bedienelemente angeht, setzt die Toshiba auf allerhand Knöpfe und einen Drehregler. Angezeigt werden die eingestellten Werte dann über ein LED-Display. Darüber hinaus kann man sich noch die Uhrzeit anzeigen lassen und kann bei dieser Mikrowelle mit insgesamt 95 Minuten den Timer besonders lang laufen lassen. Als kleine Draufgabe gibt es das Ganze noch als Küchentimer. Das heißt, man kann den Timer laufen lassen, ohne die Mikrowelle in Betrieb nehmen zu müssen. Ist die Zeit abgelaufen, gibt's natürlich ein akustisches Signal. Für eine Mikrowelle obligatorisch bietet auch die Toshiba eine Auftaufunktion, die sich je nach Wunsch in Gewicht und Zeit einstellen lässt. Darüber hinaus gibt es hier noch eine Reihe weiterer Features. Dazu gehören eine Kindersicherung, eine Schnellstartfunktion sowie die Möglichkeit zum mehrstufigen Garen. Wie genau das funktioniert, schauen wir uns aber gleich bei der Bedienung noch etwas genauer an. Weiter gibt's als kleine Besonderheit noch den Drehteller mit automatischer Positionierung. Das wiederum heißt, dass die Mikrowelle den Drehteller immer wieder zur selben Position dreht. Wenn man also eine Tasse in das Gerät stellt, wird der Henkel auch nach dem Erhitzen an derselben Position sein. Dadurch kann man die Tasse entnehmen, ohne die heißen Stellen anfassen zu müssen. Abschließend sei noch erwähnt, dass die Toshiba 12 vordefinierte Programme mitbringt, mit denen man quasi Schnelleinstellungen für bestimmte Lebensmittel wie Gemüse, Kartoffeln, Bohnen und so weiter zur Verfügung hat. Ansonsten war's das eigentlich. Für den Drehteller gibt's noch einen passenden Rollring mit dazu. Mehr Zubehör ist hier nicht enthalten. Übrigens, den Link zur Mikrowelle von Toshiba findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Nun sitze ich hier neben der Toshiba Mikrowelle und mein erster Eindruck ist wie folgt. Ich habe ja schon mal bei der Segerin gesagt, dass ich dunkle Farben viel lieber mag als dieses blendend helle Weiß. Nun habe ich hier ein dunkles Gerät und jetzt sage ich, ich würde mir wünschen, dass wir hier ein kleines bisschen mehr Farbe haben oder etwas Akzente, die sich absetzen. Denn das ist dann wiederum zu trist und zu dunkel. Aber generell muss ich sagen, ist das Ganze hier schön gemacht. Mutig finde ich diese Kante hier, dass man diesen Griff in der Tür so integriert, dass das Ganze vorsteht und die Bedienpaneele einfach ein bisschen zurückversetzt ist. Das ist designtechnisch wirklich interessant, dass man das mal so macht, aber ganz okay. Was mir auch gut gefällt ist, man hat hier ins Blech diese Sicke eingepresst, so dass man hier ein bisschen Kontur drin hat. Das macht die Oberfläche gleich viel stabiler, das Blech wabbelt nicht so hin und her. Des Weiteren muss man ganz einfach sagen, wir befinden uns hier von den Geräten, die wir getestet haben, ganz einfach in der mittleren Preisklasse. Und man merkt das gleich an der Verarbeitungsqualität. Der Punkt Spaltmaße ist hier eigentlich schon gar nicht mehr so das Thema. Klar, hier und da, wenn man ganz genau und pingelig ist, stellt man schon fest, hey, ein Millimeter ist das schon, ne? Aber eben auch nicht mehr. Und gerade so diese Übergänge hier an den Kanten und die Kanten zum Kunststoff hin, die sind einfach viel besser gemacht als bei den günstigeren Geräten. Das muss man ganz klar sagen. Auch die Tür wirkt hier deutlich robuster und stabiler in ihrer Verankerung. Sie wackelt noch ein bisschen hin und her, aber auch hier deutlich weniger. Und trotzdem geht das Gerät recht leicht im Einhandbetrieb auf und zu. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Überraschenderweise, muss ich sagen, haben wir hier in dieser Preisklasse eigentlich
so das Gefühl, hey, wir könnten auch gummierte Füße haben, oder? Ja, aber nicht bei uns, sagt sich Toshiba. Bei uns gibt's das nicht. Finde ich ein bisschen schade, weil das Gerät an und für sich einen ziemlich guten Eindruck macht. Man hat hier einfach auf gummierte Füße verzichtet. Das ist im täglichen Einsatz, wenn man mal ein bisschen so, ja, mal eben schnell, ne? Ja, und immer wieder rutscht die Mikrowelle in eine andere Position. Nicht so schön. Das geht deutlich besser. Ja, was wir sonst noch so rausgefunden haben über die Mikrowelle von Toshiba, das seht ihr jetzt im Praxistest. Soweit zu unserem ersten Eindruck von der Toshiba MV-AM20T. Legen wir nun los mit unseren Testergebnissen. Dafür gehen wir das Ganze einmal mit euch durch, und zwar in der Reihenfolge, wie wir getestet haben. Als erstes haben wir uns angeschaut, was wir vor der Inbetriebnahme so zu beachten haben. Das ist grundsätzlich nicht viel. Man sollte lediglich das Gerät einmal durchreinigen, es auf einer hitzebeständigen Oberfläche abstellen und natürlich um die Mikrowelle herum etwas Platz lassen, damit die Wärme abstrahlen kann. Also, alles logisch und nachvollziehbar. Lediglich, dass die Rückseite bei der Toshiba gegen eine Wand gestellt werden sollte, hat uns etwas überrascht, wird aber in der Praxis, unserer Meinung nach, wohl eher nicht zu Problemen führen. Als zweites sind wir die Bedienung durchgegangen. Grundsätzlich kann man sagen, dass wir hier etwas weniger intuitiv unterwegs sind, als es bei einfacheren Geräten mit quasi mechanischem Drehreglerkonzept der Fall ist. Bei der Toshiba läuft halt alles über das Display und es gilt, über die verschiedenen Knöpfe die Einstellungsebenen vorzugeben. Die wichtigste Ebene ist der Mikrowellenbetrieb. Hierfür einfach auf den Wellenknopf drücken, Wattzahl auswählen und bestätigen. Dann noch Zeit einstellen, erneut bestätigen und los geht's. Ein, zwei mehr Handgriffe als bei einer einfachen Mikrowelle, aber wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, passt es. Auftauen nach Gewicht und Zeit findet man direkt über dem Drehregler. Blöd ist, dass man beim Gewicht nur in 100 Gramm Schritten einstellen kann. 50er Schritte wären hier aus unserer Sicht deutlich praxistauglicher. Für die automatischen Programme dreht man einfach am Regler. Falls das nicht funktioniert, ist noch was im Speicher. In dem Fall einfach ein paar Mal auf den Abbruchknopf X drücken und dann nochmal versuchen. Besonderheit bei dieser Mikrowelle ist das mehrstufige Garen, was im Endeffekt heißt, dass man mehrere Gareinstellungen hintereinander weglaufen lassen kann. Beispielsweise könnte man einstellen, dass das Gerät eine Minute auftauen und im Anschluss 3 Minuten bei 800 Watt garen soll. Drückt man nun auf den bestätigen Knopf, wird die Mikrowelle mit dem Auftauen beginnen und nach einer Minute automatisch zur nächsten Einstellung rüberwechseln. Wenn man Verwendung dafür hat, auf jeden Fall eine coole Sache. Sollte einem das alles zu lange dauern, kann man aber auch die Schnellstartfunktion nutzen. Hierfür einfach auf den Bestätigungsknopf drücken und es geht direkt los mit 30 Sekunden voreingestellter Dauer. Uhrzeit stellt ihr übrigens über das Uhrensymbol ein und für die Kindersicherung einfach das X ein paar Sekunden gedrückt halten. Was ein wenig nervt, ist, dass die Zubereitung zwar pausiert, wenn man die Tür öffnet, sie aber nicht automatisch weitergeht, wenn man die Tür schließt. Man muss also tatsächlich immer noch einmal aufs Knöpfchen drücken, um die Mikrowelle wieder zu starten. So, das war eine ganze Menge zum Thema Bedienung und Handling. Kommen wir nun zum dritten und wichtigsten Punkt, nämlich zur Zubereitung mit der Mikrowelle. Für unseren Test haben wir einfach mal angenommen, dass die meisten Menschen ein solches Gerät wohl dafür nutzen werden, um sich das Essen vom Vortag nochmal warm zu machen. Entsprechend haben wir einen Nudelauflauf gemacht und die Reste über Nacht stehen lassen. Dann rein in die Mikro und bei maximaler Leistung 2-3 Minuten laufen lassen. Leider hat uns das Ergebnis im Falle der Toshiba nicht so sehr überzeugt. Am Rand wurde es zwar heiß, in der Mitte dagegen nur lauwarm bis warm und stellenweise sogar kalt. Natürlich kennt man dieses Problem auch von anderen Mikrowellen und durch die Käseschicht beim Auflauf wird das Ganze noch zusätzlich erschwert, da Mikrowellen hier generell nicht so gut durchkommen. Aber wir befinden uns hier in der mittleren Preisklasse und haben auch schon 800 Watt Leistung zur Verfügung. Etwas besser könnte das aus unserer Sicht schon sein. Dann haben wir uns noch eine Hühnersuppe besorgt. Auch etwas, das man gerne mal schnell in der Mikro macht und zudem kann man dann auch mal sehen, wie die Mikrowelle mit Flüssigkeiten klarkommt. Also, rein damit und ebenfalls bei 2-3 Minuten auf voller Leistung. Und siehe da, im Gegensatz zum Auflauf ist das Ergebnis hier recht gut geworden. Die Suppe wurde relativ gleichmäßig heiß oder zumindest waren die Unterschiede zwischen innen und außen nicht allzu groß. Viele nutzen Mikrowellen auch gerne zum Auftauen und daher haben wir auch das einmal für euch ausprobiert. Dafür haben wir 250 Gramm gefrorenes Hackfleisch gemäß den Vorgaben des Geräts durchlaufen lassen. Leider hat auch hier die Toshiba keine allzu gute Figur gemacht. Das Fleisch war in der Mitte noch gefroren und fing am Rand bereits an braun zu werden. Das haben selbst die günstigeren Geräte in unserem Test besser und schonender hinbekommen. Natürlich haben wir auch die automatischen Programme einmal für euch ausprobiert, um zu schauen, ob man mit diesem Feature im täglichen Gebrauch etwas anfangen kann. Dabei haben wir im Kern Folgendes festgestellt.
Will man hier gute Ergebnisse erzielen, muss man der Mikrowelle erstmal entgegenkommen. Das heißt, man muss sich an die Gewichtsvorgaben der einzelnen Autoprogramme halten, was leider nicht immer ganz so leicht ist, da die Einstellungsintervalle recht grob ausfallen. Für Lasagne gibt's beispielsweise nur zwei Optionen, nämlich 250 und 500 Gramm. Da wäre es dann schon ein Riesenzufall, wenn die TK-Lasagne aus dem Supermarkt diese Werte exakt trifft. Zugegeben, Fertiggerichte haben eigentlich immer vorgegebene Einstellungen, sodass man hier ohnehin die Werte manuell auswählen muss. Aber auch bei einer selbstgemachten Lasagne vom Vortag stelle ich mich ja normalerweise nicht hin und wiege das ab, bevor es in die Mikro geht. Vielmehr macht man das nach Gefühl, wodurch Autoprogramme im Endeffekt jetzt keine allzu großen Nutzen haben. Für unseren Test haben wir natürlich trotzdem ein paar Dinge abgewogen und ausprobiert. Und grundsätzlich kann man sagen, dass die Kochergebnisse ähnlich sind wie bei Auflauf und Suppe. Der Becher Milch beispielsweise wird mithilfe der Voreinstellung namens Getränke erwärmen ordentlich heiß. Und zwar so, dass die Milch schon Haut bekommt. Und auch das Gemüse wird mit dem entsprechenden Programm heiß und essbar. Wenngleich auch mit der mikrowellenüblichen, leicht gummimäßigen Konsistenz. Unterm Strich ist es also nett, dass die Mikrowelle diese Autoprogramme hat. Der Praxisnutzen hält sich aber wie gesagt in Grenzen. Und nochmal zur Erinnerung. Den Link zu Toshiba findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Natürlich haben wir beim Umgang mit der Mikrowelle ein bisschen darauf geachtet, ob es sonst noch Auffälligkeiten gibt. Besonders hervorstechend bei der Toshiba ist der recht dunkle Innenraum und die spiegelige Front. Dadurch kann man den Garzustand seines Essens durch die Scheibe nur recht dürftig verfolgen. Aus dem richtigen Winkel lässt sich zumindest ein bisschen was erahnen. Es könnte aber definitiv besser sein. Die Lautstärke der Mikrowelle ist mit um die 60 Dezibel dagegen im Mittelfeld anzusiedeln und an sich in Ordnung. Der Stromverbrauch jedoch ist im Verhältnis zur Kochleistung unserer Meinung nach relativ hoch. Auf der höchsten Leistungsstufe haben wir hier um die 1260 Watt gemessen. Ganz okay finden wir die Toshiba bei der Hitzeentwicklung. Rechtzeitig oben auf dem Gerät wird es sehr heiß und zwar so, dass man die Hand nicht lange dort auflegen kann. Das ist allerdings auch bei anderen Mikrowellen so. Der Rest des Geräts wird höchstens lauwarm bis warm. An der Front gibt es sogar Stellen, die kühl geblieben sind. Das gilt auch für den Griff. Grundsätzlich kann man mit dem Wärmemanagement der Toshiba also zufrieden sein. Dennoch sollte man die Mikrowelle vor der Reinigung erst abkühlen lassen, um kein Risiko einzugehen. Auch den Netzstecker sollte man lieber ziehen, denn den Innenraum reinigt man per Hand und zwar mit einem feuchten Tuch. Da der Garraum anders als bei anderen Mikrowellen aus Keramik-Emaille besteht, kriegt man das Ganze relativ leicht wieder sauber. Bei Drehteller und Rollring hätten wir uns gewünscht, dass man die Teile in die Spülmaschine stecken darf. Leider ist das bei Toshiba nicht vorgesehen. Hier soll man stattdessen per Hand reinigen mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. Kommen wir zum Fazit. Mit der Toshiba MVAM20T bekommt man eine Mikrowelle der mittleren Preisklasse, die im Großen und Ganzen leider hinter den Erwartungen zurückbleibt. Bei den Features und den verschiedenen Bedienoptionen bringt das Gerät zwar schon ein bisschen was Interessantes mit. In der Kernleistung, also beim Kochen, sehen wir dann aber schon einige Schwächen. Hier gibt es andere Mikrowellen, wie beispielsweise die Samsung MWF300G, die uns deutlich besser gefallen haben. Dazu kommt, dass die Toshiba für ihre Preisklasse recht wenig Platz bietet und sich auch bei anderen Produktmerkmalen, wie beispielsweise dem Stromverbrauch, nicht positiv absetzen kann. Unterm Strich gibt es für das gleiche Geld auf jeden Fall bessere Geräte. Es lohnt sich also noch ein bisschen weiter zu suchen. So, diese Mikrowelle haben wir für euch getestet. Wenn euch das Produkt gefällt, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung, denn dort ist das Gerät nochmal für euch verlinkt. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr noch dran bleibt, denn im Anschluss folgt auch die Endcard mit ein paar interessanten Videovorschlägen.